liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, Gamer Nico mit der Folge 134 von Elex. So, wir werden jetzt mal Folgendes machen in dieser Folge. Erstmal zurück zum Dorf der Mitte. Und dann will ich nochmal in die Wüste wegen den... Wait, das lässt mich nicht los. Ich bin der Meinung, irgendwo auf der Straße habe ich noch jemanden gesehen. Wo ich... Vielleicht hat der noch einen Steckbrief. Und da will ich jetzt mal kurz die Wege ein bisschen abgehen. Da will ich mich aber lange nicht aufhalten. Ich will mich aber vorher auch noch... Ich glaube nochmal zum Zepatarissen. Wo war noch mein Heim? Ach da. Und dann will man heute auch noch, dass die mit Kaya anfangen, die Mission. So. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ist ja auch mein Haus. So. Eine 4, 6. Warte mal, 4, 6, 7, 9 Teile finden wir noch. Alles klar. Kann ich jetzt das Ding hacken? Ja. Oh, das wird 9 ist größer als 5, 5 ist kleiner als 7 und 7 ist größer als 2. 9 und 4, dann vertausche ich mal die 7 hier, dann kommt hier die 6, 6 ist kleiner als die 9 und die 9 ist größer als die 3. 6, die 7 als letzte Stelle, dann kommt hier die 8 hin und da die 7. Geht doch. Da bin ich mal gespannt. 2 Schatullen, Geldbeutel und Spitzergürtel. Alles klar. So, das war Nummer 1. Was ist das mit den Separatisten? No. No. Bergpass, Goyet, kleines Lager, Konverter, da. Mit dem mal kurz quatschen und sagen hier, das und das ist los. Ja, mich regt jetzt immer noch ein bisschen mit der Gift- und Strahlungsresistenz auf, also ich muss stärker und stärker werden. Dann wird die Strahlung erst weiter gemindert. Ich hoffe, dass sie irgendwann ganz wegfällt. Ich habe da mal auch was im Internet gelesen, dass man das mit tragen muss. Das, das. Oh Mann. Tag. Hi. Da. Ich weiß, was soll uns aus. Ich weiß jetzt, was Saddams Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Ich wusste es doch. Kein Elexitor gibt sich einfach kampflos geschlagen. Wie auch immer er das bewerkstelligt, er könnte sich damit zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickeln. Pass lieber auf und glaube nicht alles, was er sagt. Ich schätze, wir werden noch mal von ihm hören. Der Pilger Thorald soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Also noch ein weiterer Spieler im Machtkampf um Xarkor. Ich glaube kaum, dass ein Berserker auf den Thron im Eispalast scharf ist. Unterschätze die Berserker besser nicht. Ihre Magie ist immer noch ein großes Mysterium. Zu viel Macht in der Hand von wenigen führt zwangsläufig zum Untergang. Du redest vom Hybriden und seinen Elixitoren. Ich sage nur, lass dich nicht blenden von netten Worten des Pilgers. Biete den Menschen Macht und sie werden sie ergreifen.
Okay. Was bist du denn? Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Ja, hätte. Hätte, fuck. Gar nicht gut. Hätte, fuck, ne? So, wo war das? Hier beginnt der Weg, da ist das. Ich fange mal von hier an. Und arbeite mich mal der Straße runter. Weil die. Und dann will ich auch noch das mit Kaya machen, bevor ich noch die restliche Mission angreife. Ich habe immer noch nicht den Reaktor da abgeschaltet. Ich glaube auch nicht notwendig. Alles klar. So. Zehn Erfahrungspunkte. Mal gucken, ob ich jemanden hier noch finde. Das ist mir immer noch ein Rätsel mit den Plakaten, also Steckbrief meinte ich. Komm her, Federvieh. Nix da. Der packt sich einfach erstmal in den Stein rein. Alles klar. Schrei nicht, du stirbst eh. Hier war keiner. Irgendwo war hier noch einer auf dem Weg. Irgendwo war hier noch einer auf der Straße, das weiß ich. Aber die Frage ist wo? Polternde Geräusche. Da war ja der von den Berserkern. Komm mal her. Eigentlich ganz nett. Ich hätte mir echt mal meine alten Folgen noch mal angucken müssen. Statt mal in meiner Erinnerung. Yeah.
Leicht nur die Gegend schubsen kann ich gut. Ah, so krieg ich wenigstens wieder ein bisschen Co. Da ist das. Die Rucksäcke habe ich schon gelootet. Och man. Hier war das ja mit dem Reaktor. Ich geh mal die Straße da hoch. Vielleicht finde ich da mal eine Antwort. Alles nicht so einfach. Sind wir doch dabei. Jo. Und rüber da. Ja. Hier hat man ja auch diesen einen getroffen. Komm an und du bist tot. Also ihr wisst ja, wen wir getroffen haben. Hier diesen komischen, den wir dann zurück ins Vorgebracht haben. Passt mal auf, du könntest mich auch umbringen. Stimmt, den haben wir hier getroffen, bei dem Kahn. Was ist das denn? Wir müssen uns mit denen hier mal anlegen. Du bist groß, ich bin klein und haut trotzdem rein. Da sind nun Plakaten. Da, was? Hä? Na komm her. Okay. Das ist alles so. Wenn ich wenigstens irgendwie noch einen anderen Hinweis bekommen würde. Das scheint mir ein Nest von den Viechern zu sein.
Lohnt sich teilweise. Schade, dass man... Ey, da hätten sie noch... Ich mag das Spiel, wie gesagt. Aber ja, rauskommen ist jetzt hier schwer. Ja, yeah, danke. Und Knochen können wir noch mitnehmen. Ich wollte den Knochen, danke. Aber das Puzzle, 9 Teile noch. Nee, hier war ich noch nicht. Wir müssen den Feuer platt machen, bevor der andere kommt. Ja, die Ratte hat genervt. Komm schon. Sei lieb, sei artig, lass dich töten. Ach, da ist schon ein bisschen Lava, alles klar. Wenn ich jetzt hier nichts finde, ich gehe gleich die andere Mission machen. Wieder Knochen. Nee, hier war ich nicht. Da ist Elektroschrott drin. Schrotpatron. Magere Ausbeute, würde ich mal sagen. Aber den Schnaps, das war sein letztes Wort. Na, drogen in die Engleinfahrt. Na los. Ich kenne Zarkur ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Kalaja verehrt dich. Sie verehrt mich. Jetzt wird's kalt. Ja, und sie läuft barfuß. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm, ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Echo, Echo. Alter, beweg dich nicht. Alter, die ey, die rennt. Das meine ich, warum? Du denn? Ich brauche Unterstützung. Alter. Wenn du bekloppte Alte vorrennst wie... nichts Gutes.
Komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Wir sind nicht allein. Alter. Ich kann hier nichts machen, Madame. Ja, ich brauche auch Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ja, klar. Ja, alles klar. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Unterstützung, ich brauche Unterstützung. Boah. Ich brauche Unterstützung. Will mich das Ding verarschen? Mädel? Die Folge ist eh gleich vorbei. Aber ich brauche Unterstützung. Brauche ich auch. Deswegen würde ich sagen, beende ich auch diese Folge und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ich sage wie immer, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamer Nico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.